Hallo zum neuen Video und schön, dass du eingeschaltet hast. Heute habe ich für dich mal rausgesucht einen elektronischen Digital-Drehmomentschlüssel der Brüder Mannesmann. Was das Teil alles so drauf hat, erfährst du direkt nach dem Intro. Ja, jedes Jahr zweimal eigentlich, wenn wir unsere Reifen oder beziehungsweise die Räder selber wechseln an den Fahrzeugen, dann stellen wir uns immer wieder die Frage, brauchen wir einen Drehmomentschlüssel? Ich habe ja hier des Öfteren schon ein paar Drehschlagschrauber präsentiert, unter anderem von Bosch, aber auch von Lidl etc. Ihr könnt ja mal in die Playlist reingucken und da werdet ihr einige Schlagschrauber auch finden. Und meines Erachtens gehört immer ein Drehmomentschlüssel auch mit in die heimische Werkstatt, damit ihr dann, wenn ihr 50 Kilometer gefahren seid, dann auch nochmal das richtige Anzugsdrehmoment kontrollieren könnt. Nicht, dass euch da irgendwie ein Radbolzen auf der Autobahn verloren geht oder so. Das wäre sehr ärgerlich. Also überlegt euch das, ob ihr da einen Drehmomentschlüssel noch dazu kauft. Die gibt es natürlich im Baumarkt so um die 20 Euro schon. Ich habe damit allerdings immer sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Zum Teil hatte ich auch mal. Mittlerweile habe ich einen von Proxon, habe dazu auch ein Video gemacht. Könnt ihr euch ja auch mal anschauen. Jetzt hat ein Freund von mir sich diesen Schlüssel hier gekauft oder zugelegt. Er hat gesagt, das ist wohl ein ganz tolles Ding. Ist digital, kostet unter 100 Euro sogar. Ich glaube, irgendwie um die 90, 92 oder was hat er bezahlt. Ich habe gesagt, gib mir her das Ding, den gucke ich mir dann auch mal an. Ich möchte euch das hier gleich auch nochmal vorstellen. Ich denke, das ist für euch auch sehr, sehr interessant. Speziell deshalb, dass dieser hier auch digital ist. Das kennen wir sonst nur von den hochpreisigen Geräten, beziehungsweise aus dem Werkstattbereich, beziehungsweise aus dem professionellen Werkstattbereich. Da gibt es solche Geräte auch von HZ etc. Von Gedor gibt es, glaube ich, auch ein. Aber meines Wissens nach kosten die im drei- und vierstelligen Bereich. Im hohen dreistelligen Bereich geht das los. Und jetzt bin ich auch mal gespannt, was so ein günstiger Schlüssel hier alles so drauf hat. Wir werden uns das jetzt mal genauer angucken. Ich packe den mal aus. Ich kann euch kurz noch die Daten geben. Der Drehmomentbereich, der hier angezogen werden kann, liegt zwischen 20 und 200 Newtonmetern. Wir haben eine Halbzollaufnahme vorne drauf. Wir haben Rechts-Links-Verstellung logischerweise mit dabei. Batterien sind hier auch mit dabei. Und der Schlüssel wiegt etwas über 2 Kilogramm. Ihr werdet hier gleich sehen, der Schlüssel kommt hier in einer schönen Verpackung. Das ist eigentlich üblich. Das gibt es sogar bei diesen günstigen 20-Euro-Schlüsseln aus dem Baumarkt in der Regel auch mit dazu. Ihr seht schon, so heißt das Teil, falls ihr euch hier die Artikelnummer mal aufschreiben wollt. Ich verlinke euch das natürlich auch unten in der Videobeschreibung mal, damit ihr da nicht lange suchen müsst. Aber manch einer möchte das vielleicht auch im Baumarkt holen. Deswegen blende ich euch hier mal die Artikelnummer mit ein. Machen wir das Ganze mal auf. So kommt das Teil daher. Ist natürlich hier hochglanzpoliert, wie ihr schon seht. Das bleibt natürlich im Werkstattalltag dann nicht lange so, weil den Schlüssel, den, auch wenn wir das nicht machen sollen, legen wir natürlich irgendwann mal auf dem Asphalt oder sowas ab. Und dann bekommt das natürlich recht schnell Kratzer. Deswegen sind eigentlich die meisten Drehmomentschlüssel, die etwas hochwertiger sind, auch andersfarbig, beziehungsweise sind dann hier nochmal mattiert oder schwarz gemacht oder sonst irgendwas, damit das dann nicht ganz so dolle auffällt, weil irgendwann sieht so ein Schlüssel natürlich richtig doll nach Arbeit aus. Und ich weiß, einige von euch, die sind halt Werkzeugfans an sich und wollen dann natürlich auch ihr Werkzeug immer in tadellosem Zustand halten. Natürlich gibt es auch die Hardcore-Schrauber unter euch, die dann möglichst viel machen wollen. Und dann muss das Werkzeug wirklich schon schäbig aussehen, damit man auch sieht, dass irgendwas passiert. Jeder so, wie er möchte. Ihr seht schon, wir haben hier ein Display. Da können wir dann über diese Tasten dann tatsächlich unser Drehmoment einstellen. Wir können auch das Live-Drehmoment ablesen, wenn wir das wollen. Das heißt, wenn wir eine Schraube oder einen Bolzen anziehen möchten, damit wir mal wissen, wie viel Drehmoment wir tatsächlich darauf ausgeübt haben, können wir dann hier am Display ganz gut ablesen, welches Drehmoment wir tatsächlich derzeit anwenden. Der höchste Wert wird dann auch immer gespeichert. Das heißt, den könnt ihr dann hinterher wieder ablesen. Das gleiche funktioniert natürlich auch beim Lösen, um mal festzustellen, welches Lösemoment hier notwendig ist. Dann wird hier vorne ein Minusbereich angezeigt. Und wenn ihr dann eine Schraube oder einen Bolzen oder eine Mutter oder irgendwas löst, dann wisst ihr genau, wie stark die angezogen war.
So viel erstmal zur Theorie. Kommen wir mal zur Praxis. Ihr seht schon, wir haben hier Batterien gleich mit dabei. Kriege ich jetzt gar nicht raus. Das sind AAA-Batterien. Wir haben eine Bedienungsanleitung mit dabei. Die ist hier mit reingepackt. Die ist sehr, sehr kurz gehalten, kann ich euch schon mal sagen. Die hat irgendwie zwei, drei Seiten nur. Reicht aber für so einen Drehmomentschlüssel aus. Da kann man natürlich nicht sehr viel falsch machen. Also wenn man den irgendwie falsch behandelt oder so oder über die maximalen Drehmomente dann geht, das sollte man natürlich dann nicht tun. Ja, wie gesagt, für mich ist das super interessant, dass man hier auch tatsächlich die Drehmomente ablesen kann, die man aktuell ausübt. Das heißt, wenn wir irgendwas losmachen wollen, dann können wir damit natürlich auch Drehmomente überprüfen. Wenn wir jetzt in der Werkstatt waren oder so und haben unsere Reifen da wechseln lassen, dann können wir da mal überprüfen, mit wie viel Karacho die Radbolzen dann tatsächlich angeschraubt haben. Die meisten Werkstätten nutzen nämlich nicht einen Drehmomentschlüssel, wohl aber Torsionsnüsse oder Torsionsstäbe. Kann ich euch auch unten mal verlinken. Damit könnt ihr das Drehmoment dann gleich beim Schlagschrauber begrenzen, insofern ihr da keine Voreinstellung am Gerät selbst habt. So, ich habe jetzt mal die Batterien eingelegt. Die kommen hier hinten rein. Das wird hier einfach mit dem Schraubendreher aufgedreht. Dann kommen hier die vier Batterien hinein und dann wird das wieder zugemacht. Und dann können wir das Gerät hier auch schon in Betrieb nehmen. Ich schalte das hier einmal ein über die Einschalttaste. Ihr seht schon, das Display checkt sich dann einmal. So sieht das aus. Wir können das Display auch beleuchten, indem wir hier unten einmal auf diese Taste drücken. Dann seht ihr, das ist dann blau hinterlegt. Wenn wir vielleicht im Dunkeln arbeiten wollen oder so oder da, wo nicht ganz so viel Licht ist, dann ist das immer ganz hilfreich. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier im Peak-Modus zu arbeiten. Das heißt, immer uns anzeigen zu lassen. Seht, ich habe jetzt einmal die mittlere Taste gedrückt, dann steht hier vorne Peak. Dann wird immer das aktuelle ausgeübte Drehmoment gerade angezeigt und der Maximalwert wird dann gespeichert. Das heißt, so wie ihr dann vom Druck hier etwas nachlasst, erfahrt ihr dann auf dem Display, wie viel Drehmoment ihr hier tatsächlich angewendet habt. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Schraube anziehe, dann steht dann hinterher 130 Newtonmeter oder sowas drauf. Das bleibt dann fix drauf. Nach 3 Minuten schaltet sich das Display dann auch ab. Und wir können natürlich hier mit dieser Nulltaste jederzeit wieder von vorne anfangen. Und dann können wir den nächsten Bolzen oder was weiß ich dann damit festziehen. Wir können natürlich auch einen Drehmoment programmieren. Das machen wir hier, indem wir hier auf diese Plus-Taste drücken. Ihr seht schon, 120 ist hier eingestellt. Jetzt könnte ich hier mein Wunschdrehmoment einstellen. Wir lassen das mal bei 120. Und wenn wir dann hier weiter drücken, dann leuchtet wieder unsere Nullstellung auf. Und jetzt haben wir diese 120 programmiert. Ihr könnt dann natürlich auch hier alle Tasten dann hier mit der Minustaste dann weiterschalten. Ihr seht, dass wir können hier sogar Zehntel angeben, je nachdem, wie wir das wollen. Aber ich lasse es jetzt mal bei 120. Ihr seht, jetzt hat er das Ganze hier gespeichert. Und jetzt können wir damit zum Beispiel schon ans Fahrzeug gehen. Es funktioniert etwas anders als bei einem gewohnten Drehmomentschlüssel. Ihr wisst ja, die normalen Drehmomentschlüssel, die knacken dann einmal kurz. Hier ist das Knacken dann durch ein Piepen ersetzt worden. Das heißt, so wie das Drehmoment erreicht ist, macht es einmal piep, piep. Und ihr könnt dann aufhören. Ist natürlich nicht ganz so genau dann wie diese anderen Drehmomentschlüssel, die dann einmal kurz knacken. Dann hat man ja keinen Widerstand mehr und man übt automatisch nicht mehr Druck aus. Hier ist es natürlich so, wir hören den Pieper, drehen dann vielleicht noch ein Stückchen weiter zu und haben dann natürlich ein etwas höheres Drehmoment, als es eingestellt ist. Bei den meisten Arbeiten ist das egal, zumindest in diesem, sagen wir, 100 bis 200 Newton Bereich. Da wird das nicht ganz so kritisch gesehen, wenn ihr eure Radbolzen dann 5 Newtonmeter stärker anzieht. Denke ich mal, sollte das okay sein. Wenn hier ein Kfzler unterwegs ist, der kann ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das eine Rolle spielt oder nicht. Schön wäre hier natürlich gewesen, wenn wir hier auch einmal so ein kleines Entkoppeln hätten, dass es hier einmal knackt und dann der Druck nachlässt. Da kann man dann natürlich etwas genauer mitarbeiten. So, was ihr natürlich noch braucht, ist immer auch Nüsse dafür. Ich habe jetzt hier diese Drehschlagschrauber-Einsätze. Warum heißt das eigentlich Drehschlagschrauber-Einsätze? Ich habe das immer noch nicht rausbekommen. Für mich ist das eine Schlagschraubernuss. Habe ich auch ein Video zu gemacht. Kann ich euch auch mal verlinken, habe das Ganze auch mit Proxon einmal verglichen. Das sind jetzt welche hier von Parkside. Die finde ich eigentlich ganz prima. Habt jetzt hier auch immer genommen, wenn ich hier irgendwie an den Reifen rumgebastelt habe oder irgendwas. Seht schon, die 17er ist hier schon so ein bisschen ausgefranst. Aber ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr Alufelgen oder sowas habt, dann solltet ihr auf jeden Fall solche Nüsse hier verwenden, die dann hier nochmal einen extra Plastikschutz drum haben. Dann zerkratzen eure Felgen natürlich nicht. Und
Ich glaube, weiß gar nicht, was die gekostet haben, 10 Euro oder was. Das sollte dann drin sein. So, ich werde jetzt die Nuss jetzt hier mal draufstecken. Ihr seht schon, hier haben wir einen Kugelverschluss. Der wird dann hier über die Release-Taste dann auch ausgeworfen, das Ganze. Das heißt, die Kugel zieht sich dann zurück und das Ganze wird hier dann ausgeworfen. Müssen wir natürlich mal gucken, dass wir hier die Kugel auch im richtigen Loch hier drin haben, sonst macht das alles gar keinen Sinn. Ansonsten liegt der Schlüssel hier hinten sehr, sehr gut in der Hand. Zieht natürlich ein bisschen jetzt nach vorne, das ist logisch. Das Ding ist recht schwer. Ist hier hinten voll gummiert. Kann euch ja noch mal kurz sagen, was das Teil hier, wie lang das ist. Das sind etwa 60, 61 Zentimeter für die Leute, die das interessiert. Aber jetzt gehen wir mal raus und gucken mal, was das Gerät im Einsatz zeigt. So, ich habe das jetzt hier mal aufgebaut. Ihr seht schon, der Schlüssel steckt. Ich habe den jetzt, wie gesagt, auf 120 einmal programmiert. Jetzt gehe ich einmal nochmal in die Nullstellung zurück. Ich hoffe, ihr könnt das Display hier ganz gut erkennen. Das war jetzt nicht ganz so einfach hier mit den Lichtverhältnissen. Ich habe das jetzt hier auf VW-Klasse einmal aufgesteckt. Das heißt, wir brauchen hier ein Drehmoment, ein Anzugsdrehmoment von 120 Newtonmetern bei den Radbolzen. Ihr seht schon, wenn ich mich jetzt hier so ein bisschen drauflege, dann verändert sich hier auch die Zahl und ihr werdet gleich sehen, was passiert, wenn ich bei 120 bin. Dann fängt das dann an zu piepen. Ich habe jetzt ein bisschen überzogen, bin jetzt bei 124. Das meinte ich dann damit. Ich kann das nicht ganz so genau dosieren, plus minus 5 muss man da ungefähr rechnen. Aber dann ansonsten ist das schon okay, denke ich mal. Das gleiche können wir jetzt natürlich auch andersrum machen. Wenn ich hier unten einmal umstelle auf Linksbetrieb, muss ich das einmal für abnehmen. Nur dann setze ich das hier nochmal an. So. Ich hoffe, ihr seht das. Nein, seht ihr nicht. So, ich zeige es euch jetzt mal so. So ist es jetzt mal anders eingestellt. Wie gesagt, ich bin jetzt hier im Minusbereich und wenn ich jetzt hier löse, dann seht ihr auch, ich habe hier über 120 Newtonmeter angezogen, das Ganze. Jetzt würde er lösen und ich kriege jetzt hier angezeigt, 122,4 Newtonmeter war die Schraube fest. Die hatte ich seinerzeit mit dem Torsionsstab angezogen und dem Drehschlagschrauber von Lidl war es, glaube ich. Wie gesagt, könnt ihr euch alles mal in den Videolisten anschauen, wenn ihr da noch auf der Suche seid nach einer Vollausstattung. Kostet alles ein bisschen Geld, ist logisch. Aber in der Regel ist das einmal eine Anschaffung und dann seid ihr damit durch. Ja, ihr seht schon, das war jetzt also recht genau, was der Torsionsstab hier gebracht hat. Wir sind jetzt hier 2 Newtonmeter daneben. Ich denke mal, das ist wirklich jetzt kein Problem. Ich ziehe das jetzt gleich nochmal ein bisschen fester. So, da ist mit 130 fest, okay. Ihr wisst, was ich meine. Ja, Entscheidung liegt wie immer bei euch, logischerweise, ob ihr euch so einen digitalen bzw. elektronischen Drehmomentschlüssel zulegen wollt oder einen herkömmlichen Drehmomentschlüssel, vielleicht auch da etwas Hochwertiges. Die liegen alle so im Bereich 70 bis 100 Euro, wenn ihr da was Vernünftiges haben wollt. Darunter weiß ich nicht, ob ihr damit dann auf Dauer glücklich werdet. Es werden einige schreiben, ich habe meinen Baumarktschlüssel für 16,99 schon 30 Jahre liegen. Ich kann euch nur von meinen Erfahrungen berichten. Ich habe mit diesen Schlüsseln definitiv nur schlechte Erfahrungen gemacht und ich habe jetzt meinen Proxon-Schlüssel schon etliche Jahre und der ist immer noch wie am ersten Tag und das funktioniert also alles sehr gut. Und ich denke mal, auch hier der von den Brüdern Mannesmann, der macht hier einen wertigen Eindruck. Ihr habt gesehen mit der Genauigkeit, das ist alles so eine Sache. Da müsst ihr ein bisschen Feingefühl dann für entwickeln. Vielleicht ein bisschen langsamer dann drücken. Bei 120 Newtonmeter ist das sicherlich kein Problem. Wenn ihr jetzt irgendwas mit 200 Newtonmeter anziehen wollt, dann müsst ihr ein bisschen stärker drücken. Da kommt man noch ein bisschen schneller dann drüber. Ja, ich interessiere mich jetzt natürlich für eure Meinung. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr von dem Schlüssel hier denkt. Vielleicht habt ihr auch noch einen wesentlich hochwertigeren zu Hause. Könnt ihr mir ja auch mal schreiben, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt, wenn der eine oder andere schon einen digitalen Schlüssel zu Hause hat, welche Marke das ist und ob ihr damit zufrieden seid, was ihr dafür ausgegeben habt, etc. Wie gesagt, die Reifenwechselsaison, die steht ja jetzt unmittelbar vor der Tür. Die kommt auch wenigstens zweimal im Jahr. Insofern, ich werde jetzt demnächst hier noch auf dem Kanal einen neuen Wagenheber auch präsentieren. Musste ich mir jetzt auch zulegen, da mein Alter jetzt den Geist aufgegeben hat. Weiß nicht, was damit los ist. Da funktioniert das Hochpumpen überhaupt nicht mehr. Ich habe
da das, was man überprüfen kann, alles überprüft. Aber der pumpt mal und mal pumpt er nicht. Den muss ich jetzt ausrangieren. Der ist auch schon etliche Jahre alt. Und jetzt werde ich euch demnächst mal meinen neuen präsentieren. Vielleicht ist das ja auch noch was für euch. Ihr lasst mir einen Daumen hoch da, wenn euch das Video hier ein bisschen gefallen hat, ein bisschen unterhalten hat. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschalten würdet und sage erstmal bis dahin.